Viel Spaß mit diesem Video. Wenn es gefällt, ich freue mich über einen Kommentar, über ein Like und natürlich über ein Abo. Wok. Ich habe wieder draußen gewokt. Ich habe Lachs verarbeitet. Das ist so ein wunderbares Gericht geworden. Ich mache ja schon lange eigentlich meine Rezepte quasi, stelle ich so zusammen, was mir gerade in den Sinn kommt, beziehungsweise ich verarbeite die Eindrücke dessen, was ich so permanent recherchiere. Das ist natürlich asiatisch angehaucht, vor allem durch die Soßenkomponenten, die ich üblicherweise verwende, Fischsoße, Sojasoße und so weiter. So, hier sind zwei Hauptkomponenten drin. Natürlich die Soße, die hier schon ein bisschen geschmackgebend ist, weil ich da auch Orangensaft drin habe, frisch gepressten. Aber ganz viel Frühlingszwiebeln und der Lachs. Guckt euch das an. Es ist ein Traum geworden. Geschmacklich ein Traum, optisch ein Traum und für alle Wok-Fans unbedingt exakt genauso mal nachmachen. Ihr werdet es lieben. Viel Spaß beim Wokken, viel Spaß beim zugucken und guten Appetit. So, erstmal Trilogie, Pepperoni, wie immer, ich betone es nochmal, ich lasse die Kerne drin und die heute, ich mag es scharf, wer das nicht so scharf mag, gerne rausnehmen. Dann reichlich Ingwer kleinschneiden, Knoblauch, das ist meine sogenannte Trilogie, die Grundlage fast jedes Wokgericht ist. Dann eine Möhre, so zugeschnitten, wie ich es gerade zeige, eine Stange Sellerie. Dann zwei bunte Paprika, eine gelbe und eine orange in dem Fall, die auch so haptisch passend zu dem Rest zuschneiden, beiseite legen, ich wokke gleich draußen. So, dann reichlich, das ist ein ganzer Bund, dick, fette Frühlingszwiebeln, die halbieren und in grobe Streifen schneiden, weil das ist eine der Hauptkomponenten in diesem Essen. Deswegen, das wird nachher alles zerfallen, aber das ist mit Hauptkomponente in diesem Gericht. Ne? Und deswegen habe ich da, sonst ist das immer nur ein bisschen. Dann dachte ich mir ein bisschen Süße rein. Ich habe also den Saft einer Orange als Grundlage für die Soße genommen. Das ist Reisessig, ein paar Spritzer nur, ja. Das ist Sojasauce, das müssten so ein, zwei Esslöffel sein. Ich kann das nie genau, ich mache das nach Gefühl. Das ist ein bisschen Fischsoße. Ich koche übrigens für zwei Personen, also hier ein bisschen an den Mengen generell orientieren. Und dann wird das schön alles miteinander vermengt. Und ich habe jetzt noch einen Schuss Honig reingemacht. Ich kann manchmal nicht erklären, warum, aber ich dachte, Orangensaft alleine reicht hier nicht. Dann machen wir noch ein bisschen Honig rein. So, um das richtig schön vermengen. Das ist nachher die Soße. Die kommt ganz am Schluss dazu. So, jetzt den Lachs. Das Quatsch. Erstmal eine Handvoll Sesamkörner einfach vorbereiten, weil, wie gesagt, wir gehen gleich raus zum Wok. Das müsste so ein halbes Kilo frischer Lachs sein, gehäutet. Den habe ich in gröbere Würfel geschnitten. Und dann wird der ein ganz klein bisschen vorgewürzt, aber nicht viel. Erstmal Salz, Pfeffer. Und von der vorbereiteten Soße mache ich so ein, zwei Esslöffel rein. So, und dann wird das alles vermengt. Das war es auch schon. Mehr wird mit dem Lachs nicht gemacht, weil der wird ja nachher eh mit allem vermengt. Und jetzt alles aufs Brettchen und dann gehen wir zum Wok. Als Flüssigkeit nehme ich wie immer Erdnussöl mit Sesamöl und Sake. So, erstmal reichlich Erdnussöl reinmachen und jetzt wird erstmal der Lachs sehr scharf angebraten und wirklich nur ultra kurz, weil der soll, also der Lachs darf auf gar keinen Fall austrocknen und wird er auch nicht. Der ist nachher ein Traum. Ne? Das, was ihr hier seht, sind
noch nicht mal eine Minute. Ich glaube, das waren nur 30, 40 Sekunden. Dann hat er schon Farbe gekriegt und innen sollte er ruhig noch roh oder glasig sein, weil am Schluss kommt er noch mal eine Minute mit dem ganzen Essen zusammen und dann ist er perfekt, der Lachs. Aber guck mal, wie schön der Röstaromen gekriegt hat. So, überschüssiges Öl ein bisschen raus, dann die Trilogie rein. Jetzt eine Sache von 3-4 Minuten ist das Essen fertig. Die Möhren rein, die Paprika kommen jetzt dazu. Und jetzt der Sesam und die ganzen Frühlingszwiebeln. Und was ihr jetzt seht, das sind vielleicht so 2 Minuten oder so. Und dann ist das Essen im Prinzip fertig. Das ist einwandfrei. So, jetzt kommt die Soße dazu. Und dann mache ich mit einer Schaumkelle den Lachs wieder dazu, damit nicht das überschüssige Öl wieder zurückgeschüttet wird. Deswegen habe ich das so gemacht. So, guckt euch das an. Das Essen ist fertig. Einmal geschwenkt und guckt, es ist optisch ein Traum und geschmacklich war das eine Sensation. Richtig gutes Essen und auf das Rezept bin ich ein ganz klein bisschen stolz. Und das mit den Frühlingszwiebeln war gepasst wie die Faust aufs Auge. So, viel Spaß beim Nachwocken und guten Appetit.